Die Handhabung von LogMe in Hamachi ist recht einfach und erfordert keine besonderen Kenntnisse, um ein virtuelles Netzwerk zu erstellen. Nachdem man die Software installiert hat, sollte man eventuell mal kontrollieren, ob auch der benötigte Adapter zur Verfügung steht. Diesen findet man in den Netzwerkverbindungen direkt neben dem bereits vorhandenen LAN-Adapter, mit dem man ins Internet geht. Aufrufen kann man den Bereich über die Systemsteuerung, Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabecenter und dann einfach auf die Adapter-Einstellungen in der Auswahl klicken. Hier sollte dann der Hamachi-Adapter zu finden sein. Falls man Probleme haben sollte, eine IP-Adresse zu beziehen, ein Netzwerk zu erstellen oder generell keinen Zugriff hat, kann man hier einige Einstellungen vornehmen. Zunächst kann man versuchen, den Adapter erneut zu aktivieren, um die Verbindung aufzubauen. Falls dies nicht helfen sollte, kann man in den Eigenschaften weitere Einstellungen vornehmen. Zunächst könnte man das Internetprotokoll der Version 6 deaktivieren, falls man damit Probleme haben sollte. Zusätzlich kann man die Angaben für das Internetprotokoll der Version 4 verändern. Hier ruft man die Eigenschaften auf und wechselt auf Erweitert. Nun klickt man auf Hinzufügen und nimmt den Haken bei Automatische Metrik raus. Als Gateway fügt man 5001 ein und setzt dann den Wert auf 1500. Nachdem alles bestätigt wurde, kann man im letzten Schritt den Hamachi-Adapter, falls nötig, die höchste Priorität zuweisen. Dafür ruft man im Menü, falls nicht sichtbar, einfach die Alt-Taste drücken, den Punkt Erweiterte Einstellungen auf und ändert die Reihenfolge. Diese Änderung sollte man erst dann vornehmen, falls Hamachi mit den Vorgaben nicht richtig funktionieren sollte.